Moin Freunde, was geht? Willkommen zu einem neuen Video hier bei mir auf dem Kanal. Ich bin der Mango und falls ihr mich nicht kennt, mein Name ist Marcel. Und ja, ich heiße euch herzlich willkommen zu dem Flyby-Test. Einmal mit und ohne DB-Killer. Ich würde sagen, wir legen auch direkt los. Gar nicht so viel Zeit zum Quatschen hier verschwenden. Ich schwinge mich aufs Bike und dann hört ihr ein paar Flybys. Mal so ein bisschen Real-Life-Situation, wie das Bike klingt von außen, nicht nur vom Helm aus. Dazu gibt es auch schon ein Video, aber das findet ihr in meinem Kanal. Der Motor ist auch warm, Leute, also keine Sorge, alles gut. Und dann gönnt euch mal den Soundcheck. Das ist jetzt mit DB-Killer. Geil, oder? Viel zu geil, Mann. So Freunde, es wird Zeit, den DB-Killer auszubauen. Jetzt kommt der spaßige Teil. Let's go. Oh, ganz schön heiß heute, ohne Scheiß. Boah, das Teil sitzt da richtig fest. Okay, jetzt haben wir es. Alter, was ist denn los hier? Nein! Die Schraube ist durch. WTF! Nein! Ist sie zu heiß oder was? Halt's Maul, Alter. Halt's Maul, Digga. Ich hab nicht mal feste gedrückt. WTF, Digga, nein! Fuck! Die Schraube ist durch, Leute. Hier. Ich muss die rausbohren. Ich habe keine Bohrmaschine da. Ja, fuck, Alter. Hä, was ist denn das für eine Billigschraube? WTF. Ja, tja, am Arsch. Ja, Leute, also heute gibt es doch keinen ohne DB-Killer-Test. Tut mir leid, an dieser Stelle beende ich das Video. Der Sound ist auch ohne, also mit DB-Killer sehr geil, aber das war jetzt nicht irgendwie der Sinn des Videos. Sorry. Beim nächsten Mal. Ciao.